Warnlampen im Armaturenbrett informieren den Autofahrer über Unregelmäßigkeiten und Gefahren beim Betrieb des Fahrzeugs. Der Weg in eine Werkstatt ist in der Regel unumgänglich. Wie dort ein Fehler diagnostiziert und behoben wird, darüber berichtet dieser Filmbeitrag. In dem Fahrzeug leuchten die drei Fehlerlampen, einmal für ABS, ESP und die Bremse. Dieses signalisiert mir, dass die Fehler in diesem Bereich zu suchen sind. Um das Bordnetz während der eventuell länger dauernden Arbeiten stabil zu halten, wird zuerst ein Ladegerät an die vorgesehenen Pole angeschlossen. Zuerst Plus, danach Minus. Erst danach werden das Ladegerät eingeschaltet und die Spannungswerte überprüft. Ein Übertragungsmodul wird an die OBD-Buchse angeschlossen. Hier erfolgt die Verbindung drahtlos. Bei anderen Systemen wird das Fahrzeug über ein Kabel mit dem Diagnosegerät verbunden. Nachdem der Tester gestartet ist, werden die vorgegebenen Schritte im Rahmen einer geführten Fehlerdiagnose ausgeführt. Dann öffne ich jetzt das spezielle Programm von BMW. Und jetzt müssen wir den Tester mit dem Funkkopf verbinden. Der Befehl Zündung einschalten muss ausgeführt werden. Ich starte jetzt das Programm, um den Fehlerspeicher auszulesen. Das Fahrzeug wird automatisch identifiziert. Das ist zeitsparend. In markenungebundenen Werkstätten müssen die Fahrzeugdaten häufig per Hand eingegeben werden, abhängig von der Bauart der eingesetzten Tester und deren Programmen. In diesem Moment wird der Fehlerspeicher ausgelesen. Im nächsten Schritt werde ich den Prüfplan berechnen. Hier sucht das System Ablaufpläne in Bezug auf die gespeicherten Fehler raus. Und hier können wir auch schon sehen, dass wir hier den Ablaufplan für Raddrehzahlsensor, elektrische Fehler haben, den ich jetzt aufrufen werde. In diesem Bild zeigt er jetzt an, dass ein Fehler vorliegt für den Raddrehzahlsensor hinten links. Jetzt können wir den auswählen und klicken dann auf Weiter. In dieser Maske können wir auswählen, was für Prüfung wir durchführen wollen. Da die Sichtprüfung empfohlen wird, starten wir mit dieser. Markieren und auf Weiter drücken. Jetzt sollen wir ans Fahrzeug gehen und den Raddrehzahlsensor prüfen. Auf Beschädigung, Verschmutzung und die Steckverbindung auf Feuchtigkeit oder Korrosion. An dieser Stelle ist eine kurze Plausibilitätsprüfung durchaus angebracht. Darunter versteht man die Frage, kann der Raddrehzahlsensor überhaupt mit den gesuchten Fehlern in Verbindung stehen? Dieser Sensor gibt ein Signal an das Steuergerät, mit dem Drehzahl, Drehrichtung und Drehwinkel ermittelt werden können. Und diese Signale werden selbstverständlich benötigt für ABS, ESP und Bremse allgemein. Warum wird eine Sichtprüfung vom Programm empfohlen? Offensichtlich hat der Fahrzeughersteller aufgrund von Analysen herausgefunden, dass in der Mehrzahl der Meldungen ein Fehler im Bereich des Sensors vorliegt. Damit sind Leitungsfehler nicht ausgeschlossen. Deren Prüfung jedoch ist sehr zeitaufwendig und damit kostenintensiv. Diagnose und Reparatur sollen aber im Interesse des Kunden mit einem Minimum an Kosten verbunden sein. Da bleibt bei standardisierten Fehlern keine Zeit für intensives Herumsuchen. Das Programm liefert bei Bedarf Hinweise auf den Einbauort des Sensors.
Während der Raddrehzahlsensor vermutlich auch ohne diese Hilfe auffindbar ist, so kann es zum Beispiel bei der Vielzahl von Sensoren der Motorsteuerung äußerst hilfreich sein, ein versteckt liegendes Bauteil schnell und eindeutig zu lokalisieren. Der Schaltplan der Sensoren wird bei der Sichtprüfung nicht benötigt. Der Nutzer kann sich aber mit Hilfe der angebotenen Beschreibung über die Funktion der zu prüfenden Bauteile informieren. Ein induktiver Radsensor liefert in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit ein Wechselspannungssignal. Diese passiven Sensoren kommen ohne externe Spannungsversorgung aus. In diesem Fahrzeug ist ein aktiver Drehzahlfühler verbaut. Er verfügt über eine eigene Spannungsversorgung. Die Signalbilder aktiver Drehzahlsensoren unterscheiden sich von den Bildern passiver Sensoren. Erläuterungen zur Funktion des Sensors stellt das Programm zur Verfügung. Im Testprogramm geht es weiter. Unsere Sichtprüfung hat uns keinen Fehler zeigen können. Und jetzt würden wir auf Weitergehen. Genau, jetzt fragt er uns, ob ein Fehler festgestellt werden konnte. Wir klicken auf Nein. Weiter. Handelt es sich um eine Wiederholreparatur? Nein. Nein, weil noch kein Fehler dieser Art vorlag. Jetzt gibt es neben Kontaktproblemen zwei Möglichkeiten von Fehlerursachen. Erstens, der Sensor ist defekt oder zweitens, eine Leitung ist unterbrochen. Es erfolgt eine konkrete Reparaturempfehlung: Raddrehzahlsensor hinten links erneuern. Der Mechatroniker folgt der Empfehlung zum Austausch des Sensors, da hier mit großer Wahrscheinlichkeit der Fehler liegt und eine Leitungsüberprüfung zeitaufwendig wäre. In der Mehrzahl der Fälle ist der Fehler gefunden und die Reparatur kann abgeschlossen werden. Während der Mechatroniker den Drehzahlsensor demontiert, Demontage- und Montagevorgaben können bei Bedarf im Programm abgefragt werden, stellt sich die Frage, warum keine Fehlersuche im Leitungsbereich durchgeführt wird. Vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit eines defekten Sensors sehr hoch. Ein schneller Austausch erspart dem Kunden Kosten für eine zeitaufwendige weitere Fehlersuche. In den seltenen Fällen, dass der Fehler weiterhin vorhanden ist, leitet das Diagnoseprogramm weiter zu einer Leitungsprüfung. Denn nur in den Kabeln zwischen Sensor und Steuergerät bzw. der Spannungsversorgung und Signalübertragung sowie den Kontaktstellen kann dann ein Fehler vorhanden sein, vorausgesetzt, der Sensor wurde korrekt verbaut. Nachdem wir ausschließen können, dass der Raddrehzahlsensor defekt oder falsch eingebaut ist, muss der Fehler im Bereich der Steckverbindung oder der Leitung liegen. Im Prinzip ist eine Überprüfung der Verbindungskabel einfach. In der Realität allerdings sind die Verbindungen zwischen Steuergerät und Stecker nicht zugänglich. Dafür bieten die Fahrzeughersteller Adapter und Messboxen an. Die geführte Fehlersuche schlägt vor, eine Messbox zu verwenden. Diese Messbox wird zwischen Kabelbaum und Steuergerät gesteckt. Der Kabelbaum kommt hier rein und dieser Stecker geht dann ins Steuergerät. Die Messbox hat verschiedene Pins, an der wir Messungen durchführen können, die uns vom Tester vorgeschlagen werden. Wenn ich nicht genau weiß, wo das Steuergerät sitzt, und bei BMW gibt es sehr viele Steuergeräte, dann hilft mir das Programm weiter. Bei der Messung, die wir jetzt durchführen wollen, wird an die Messbox nur der Kabelbaum vom Fahrzeug angeschlossen und nicht das Steuergerät. In einer Werkstatt, die nicht über eine Messbox verfügt, könnte man diese Messungen auch direkt an Kabelbaumsteckkontakten vornehmen. Die geführte Fehlersuche gibt genaue Anweisungen, welche Messungen in welcher Reihenfolge durchzuführen sind. Eine Kabelunterbrechung würde dadurch erkannt und müsste behoben werden. Bei der Vielzahl der Prüfschritte ist erkennbar, dass der dafür erforderliche Aufwand nicht gerechtfertigt ist, wenn die Erfahrung des Herstellers oder der Werkstatt einen Sensordefekt als wahrscheinlich erachten. In jedem Fall wird ein erkannter Fehler behoben.
Sei es die Erneuerung eines Kabels, die Reinigung von Kontaktstellen oder, wie in diesem Fall, dem Austausch des betroffenen Sensors. Egal, ob wir jetzt den defekten Raddrehzahlsensor erneuert haben, seine Position korrigiert oder eine defekte Leitung instand gesetzt haben, am Schluss muss der Fehlerspeicher gelöscht werden. Da es sich bei diesem Fehler um einen sicherheitsrelevanten Bereich handelt, kann er nur gelöscht werden, wenn die Reparatur auch erfolgreich war. Wir haben den Fehler gefunden und damit ist der Auftrag erledigt. Eine ausführliche Probefahrt bestätigt den fehlerfreien Status des Fahrzeugs. Es wurden nur die wirklich notwendigen und zielgerichteten Diagnoseschritte durchgeführt. Zeit und damit kostensparend, ganz im Sinne des Kunden.